So Leute, jetzt hat man gerade eine Ruderübung, die im Endeffekt gerade auf einer Linie zurückging, okay? Das war für den gesamten Latissimusmuskel. Jetzt ziehen wir diese Übung hier, ja? Das einarmige Rudern. Nicht mehr so, sondern wir machen so eine bogenförmige Bewegung, dass wir diesen unteren Lattansatz hier, tiefsten Bereich, genau, diesen tiefsten Bereich, da wo auch der Weihnachtsbaum reinkommt, ja? Also hier den unteren Ansatz, den wollen wir jetzt trainieren und machen also so einen Halbkreis. Genau, auch für die Leute, die kurzen Latt haben, ist ideale Übung, um Latissimus ein bisschen tiefer zu machen. Und wie ihr seht, wir haben Kreuzheben gemacht, dann Rudern, Sitzen und jetzt machen wir nochmal Rudern. Das sind drei brutale Übungen hintereinander. Wir wollen heute halt nicht spielen. Wir haben uns wie ein kleines Kind drauf gefreut und jetzt geben wir uns richtig. Also so vor, von vorne fangen wir an und schmeißen nach hinten. Und auch fünfmal durchatmen zwischen Seiten. Ja, die einen machen die eine Seite, dann direkt ohne überhaupt einen Atemzug zu nehmen, die andere. Kurz ein paar Mal durchatmen, dann die nächste Seite. Was wir auch nicht machen wollen, ist, wenn wir hier sind, seitlich eindrehen. Das bringt auch nichts, ja? Nein. Hüften schön stabil halten. Und Leute, ganz nach dem Training, ja? Am Ende kommt immer bei mir Sauna oder Massage für die Regeneration, das vergessen die meisten. Und ein ordentlicher Supplement-Stack. Und bei mir mindestens 10 Stunden Schlaf und natürlich alle Supplemente, die für Regeneration zuständig sind. So ehrlich. Ich hätte mehr drauf gepackt, ja? Oh shit. Leute, ja, heute Wet T-Shirt Contest. Ich habe nicht zu viel besprochen, wenn ich gesagt habe, dass Snakeskin Schweiß nach außen abtransportiert und hinten die schöne Lücke, dass es kühl bleibt. Wichtig beim Rückentraining, die Bandscheiben sollen nicht warm werden, sollen nicht weich werden. Das erhöht das Verletzungsrisiko. Dreh auf, komm jetzt! Ja! Komm! Genau so! Komm jetzt! Noch eins! Jawohl! Leute, wir haben einen Traum. Diesen Traum wollen wir nicht nur im Schlaf träumen, sondern wir sind jetzt wach. Es ist, wie ihr seht, draußen dunkel. Und wir geben Gas, bis unser Traum zu realisieren ist. Oder dass wir unseren Traum realisieren. Heute will ich auch noch einen Satz sagen, Leute. Jetzt in den letzten Monaten habe ich nur 2-3 Stunden geschlafen. Das heißt. Da konntest du ja nicht so viel träumen dann, oder? Das heißt. Alles reale Träume. Das heißt, ich musste leider meine Träume Wahrheit machen, weil ich hatte nachts keine Zeit dafür. Genau. Ich musste sie wahr werden lassen. Und heute ist der Tag, dass wir Gas geben. Also wenn ihr was erreichen wollt, kann man das nicht mit Träumen erreichen, sondern mit Realisieren. Und das tun wir jeden Tag, Tag für Tag. Nur so funktioniert das. Das ist für dich, Karl. Auf geht's, Herr Jean. Ich liebe es. Ja! Jawohl! Das sieht richtig geil aus. Komm! Ja! Gib Gas, Karl! Bis nichts mehr geht! Weiter! Ja! Genau so!
Verrückt, aber cool. Das Krasse ist, Leute, den Fehler, den hier so viele machen, ist, ja, die stellen sich hier so rein, stecken sich hier so rein und machen dann irgendwie so und halten sich an den Beinen unten fest. Das machen wir nicht, ich kann nur unseren Rücken ziehen, gleich das Hohlkreuz, Ellbogen nach hinten, immer mit den Ellenbogen führen. Oberkörper ziemlich gerade. Genau. So können wir halt null schummeln. Genau. 0,0 schummeln. Wenn du dich klein machst, kannst du kleine Bereiche bearbeiten. Schaut, alles gerade. Er verkrümmt sich nicht. Jawohl. Sieht man schön, wie er seinen Latissimus richtig dehnt. Genau. Man kann dann halt nicht so schwer machen, aber das ist ja egal jetzt. Wir haben genug schwere Sätze gemacht. Jawohl, komm. Und noch eins. Richtig ausdehnen, Kontraktion unten kurz halten. Und seid am Start. Jetzt hat er ausnahmsweise recht, was er sagt. Leute, dass ich heute ein bisschen lustiger bin wie sonst, liegt an seinem Tunnelblick. Ich habe mal probiert. Ich sehe nur noch Tunnel und nur Blick. Sonst bin ich nicht so, ihr kennt mich. So Leute, jetzt erklären wir euch, was in den Kommentaren extrem auch oft nachgefragt wurde, was wir nach dem Training nehmen. Und ich muss sagen, ich muss erstmal ein Bad nehmen, denn ich bin so krass durchgeschwitzt. Ihr könnt das Training sehen. Ich nehme Kreatin und Beta-Alanin auch nach dem Training. Jeweils 5 Gramm, ja. Ich nehme Glutamin und BCAAs und das nehme ich als erstes. Das nehme ich erstmal, ja, weil die Absorption dort am schnellsten ist. Dann nehme ich hinterher in Proteinshake, Minerale und dann wird bei mir erst gegessen, ja. Soll ich gleich der Erjan sagen, was er macht und auch warum er es macht. Beziehungsweise, warum sagen wir dann beim nächsten Mal, falls es euch wirklich interessiert, denn da müssten wir ein paar längere Videos machen, wo wir jedes einzelne erklären erstmal. Genau. Also bei mir geht es ähnlich zu. BCAAs auf jeden Fall direkt nach dem Training. Auch Glutamin. Und bei mir ist halt dann auch Eiweiß und schnelle Kohlenhydrate erforderlich. Das gebe ich mir dann auch so schnell wie möglich. Obwohl ich verschwitzt bin und nass bin, versuche ich erstmal meine Supplements reinzukriegen. Und wenn ihr Näheres wissen wollt, dann können wir ganze Supplements mal auf den Tisch legen, wann wir was nehmen. Von der... Oder? Genau, von der Menge her, wenn jetzt du eine Mahlzeit nimmst nach dem Training, auf, wenn du jetzt so 2-3 Sachen hättest, auf die du da achtest bei der Mahlzeit, was wären das denn? So viele Punkte. Ja, Protein und Kohlenhydrate auf jeden Fall, vor und nach Training. Ja, und Protein und Kohlenhydrate, was ich eben nach dem Training nicht mache, ich esse da kein Fett. Fett verlangsamt die Nährstoffabsorption, die Nährstoffaufnahme und ich schaue immer, dass ich so circa... Ja, schon so 200 Kohlenhydrate nehme. Ich nehme da immer wirklich viel von meinen täglichen Kohlenhydraten direkt nach dem Training und Protein in der Mahlzeit nochmal so zwischen 30 bis 50, weil im Shake waren vorher auch meistens so um die 30 Gramm drin. Und das reicht dann auch definitiv und ich nehme sicherlich ein Drittel bis sogar zur Hälfte meiner ganzen Kalorien am Tag in der Mahlzeit nach dem Training. Die ist dann meistens so halbe Stunde, Stunde nach dem Training ungefähr. Bei mir sieht es genauso aus, also viel Kohlenhydrate nach dem Training. Schnelle Kohlenhydrate und natürlich Eiweiß, ein Shake und dann auch, ich bin ja kein Veganer, Fleisch und so weiter, ja. Verdrücke ich danach auch noch, Stunde danach. Gibt es eigentlich ein paar Sachen, bei denen du achtest jetzt auf Fleisch? Ja, ich achte mittlerweile Herkunft auf jeden Fall, aber ansonsten, ob jetzt Pute ist oder Rind ist, achte ich nicht so drauf. Ich glaube, du wechselst einfach durch. Eben. Nach Lust und Laune, auf was ich gerade Lust habe, esse ich. Und was sagst du zu den Leuten, die beispielsweise sagen, wenn ich jetzt Rindersteak isst, da ist ja Kreatin drin, dann brauche ich kein extra Kreatin mehr nehmen. Was sagst du dazu? Also da müsste derjenige 3 Kilo Rindfleisch essen, dass er sein Kreatingehalt bisschen, einigermaßen erhöht. Also macht keinen Sinn, Jungs. Und macht keinen Sinn. Plus, ich habe auch schon viele Studien gelesen, die sagen, dass wenn man das Rindfleisch, das kann man ja nicht roh essen. Klar, es gibt Leute, die essen Rinder-Tartar roh oder so ganz dünne...
Rinderscheiben roh, aber wenn man das kocht, ja, dann geht auch ein gewisser Teil vom Kreatin auch in Anführungszeichen kaputt, ist denaturiert, kann man in vielen Studien nachlesen, das heißt, so viel davon bleibt dann gar nicht mehr übrig und deswegen denke ich, ist es auch für Leute, die nicht vegan sind, ein sinnvolles Supplement. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, Leute.